Oh oh. Betreten. Der braucht mir viel zu lang. Ich sollte Angst vor dem Tod haben. Oh. Aber das habe ich nicht. Ich kann es nicht mehr. Das einzige Gefühl, das ich noch empfinde, ist Bedauern. Jetzt wissen wir ganz kurz, wann bis der wieder weg ist. Solange können wir dem Gefangenen zuhören. Es tut mir leid, dass ich das nie verstanden habe. Dein Vater, King. Was zum... Der hat mich gesehen? Im Ernst jetzt? Der soll nicht so auf mich schauen. Was ist das für ein alter Sack? Wieso schaut er die ganze Zeit auf mich? Das gefällt mir ja mal 0,0. Hey, wie soll ich das machen? Soll ich mal um was anderes kümmern? Hey, wir haben hier einen Eindringling. Alles. So. Das war's auch. Schlossknacken. Einstellen. Heilige Scheiße. Wir haben da einen kleinen Zwischen. Schloss knacken. Aber wie, warum guckt er mich da hinten immer an? Aus welchem Grund? Victoria finden mache ich. Pack die nicht so grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky lässt grüßen. Dieser Häftling könnte uns dazu kommen. Hey, er hat sich verkleidet. Hey, was? Was dürfen Sie nicht? Bastard. Ich kenne meine Rechte. Okay. Oh. Den Scheiß verschaue ich doch. Was? Ich will doch dem. Komm jetzt. Was? Warum sind jetzt alle... So. Alter, das ist ja mega kacke. Was soll jetzt die Kacke? Können wir das mal erzählen? Boah, nee. Wie soll denn das bei dem... Das geht ja gar nicht. So grob an, Jungs. Hey, Dumpfbacke. Sheriff Skirky lässt grüßen. Oh, hä, warum? Warum sind jetzt misstrauisch? Los geht's, Männer. Alter. So. Alter, was soll denn der Scheiß hier? Warum sind... Äh?
So. Nicht anders. Betreten. So, jetzt suchen die erstmal. Doch, ich habe mich in Luft aufgelöst. So, der guckt jetzt dahin, der ist da. Oh, ganz schlecht. So, die zwei sind da hinten. Der kommt jetzt da gleich raus. Da ist er. Da kommt der andere. So, jetzt kann ich verlassen. Sichtbar bewaffnet. Okay, wenn die so einen suchen, dann verkleide ich mich mal als Cop. Weiß nicht so richtig, ob das was bringt. So. Was ist, wenn ich jetzt mich wieder verkleide? Fuck, dann suchen die mich wieder. Nein, das will ich nicht. So. Ja, komm, sichert die Umgebung. Los geht's. Aber seid vorsichtig. Wieso Punkte einsehen? Okay, das Tor öffnen. Wird sofort gemacht. So. Nachladen. So. Jawohl. Was ist das? Bam. Oh, 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 was hat der? Oh ja. So. Kommen da noch welche? Müssen da noch welche kommen? Hallo? Ach ja. Oh, da ist ein Schraubendreher. Auf jeden Fall. Beweis, Beweis. Nein, nein, nein. Garagen- oder Gefängnistor öffnen. Kommen da noch mehr? Schrotgewehr. Wo ist das Schrotgewehr? Das hat halt sehr wenig Schuss, aber es ist auf jeden Fall effektiv. So.
Muss ich schon wieder alle wegballern? Das ist ja auch kacke. Noch mehr? Oder kann ich nach oben? Schraubendreher und irgendwas umtauschen will ich nicht. Hier komme ich natürlich nicht durch. So. Mich verarschen. Beweg die nicht. So. Nachladen. Was bringt mir das hier jetzt? Okay, das bringt mir gar nichts. Meine Verkleidung ist jetzt aufgeflogen. Was mich jetzt auch nicht wundert. So. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich was gedrückt. Ah, jetzt. So. Wo geht's da hin? In einen dunklen Raum voll Vorschlaghammern. Eher weniger. Hätte ich die alle überwunden gehabt. Die Kette... Was? Ja, wirklich sehr stabil. Kann man nicht sagen. Wieso knacke ich jetzt dem eigentlich sein Schloss? Ja, wo ist der jetzt hin? Wo hätte ich, wo wäre ich denn da hingegangen? Okay, ich will es gar nicht wissen. Ehrlich gesagt. Deshalb würde ich einfach mal sagen, hier knacken wir das Schloss. Denn sicher sind wir sowieso. Ich weiß noch, als ich so alt war wie du. Gott, ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Das ist gut. Oh, 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 so schnell kann's gehen. Aber zur Sicherheit kriegst du noch einen kleinen Schocker. Hallo, Dexter. Ja, kein Problem, nur so ein Glatzkopf. Ihm gesagt, ich bin Profi. Ja, er schläft wie ein Baby. Okay, gut, da haben die uns einfach mal eiskalt erwischt. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank für diese Aufnahmesession hier.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz dieser ständigen Ballerei, wo mich Uppsala selber aufregt. Naja, ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Hitman! Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.